Künstliche Lawinenauslösung zum Schutz von Verkehrswegen. Ischgl präsentierte sich am 18. Oktober 2012 einmal mehr in der Vorreiterrolle und stellte ein Pilotprojekt zur Sicherung der Paznauntalstraße B188 vor. Anstelle der konventionellen Sicherung mittels Lawinengalerie vor der Großtal- und Hohenzuglawine zwischen Matton und Ischgl werden zukünftig kontrollierte Lawinenabgänge durch Sprengungen ausgelöst. Bewährt hat sich dieses System bereits in Skigebieten, so auch in Ischgl. Die Kosten des Pilotprojekts belaufen sich auf 1 Million Euro, wovon das Land Tirol 850.000 und die Gemeinde Ischgl 150.000 Euro übernehmen werden. Bei einem Lokalaugenschein auf 2000 Metern Seehöhe betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Steixner die Wichtigkeit von Maßnahmen zur Vermeidung längerer Straßensperren. Wir haben das letzten Winter gerade auch in Paznaun wieder gespürt. Das bringt Chaos, wenn die Straße zu ist, vor allem wenn der Wechsel ist am Wochenende. Und deswegen ist das ein gutes Projekt. Also ich bin ganz froh, dass wir das machen haben können. Und ich bin auch froh, dass die Gemeinde Ischgl das Pilotprojekt so mit unterstützt hat und auch vor allem den laufenden Betrieb in die Hand nimmt. Das Land Tirol lässt sich das jährlich einiges kosten. Was wir insgesamt für einen Schutz vor Naturgefahren anlangt, sind es mit den Forstmaßnahmen 70 Millionen mit den Bundesmitteln. Das Land tragt davon ungefähr 20 Millionen. Und wir müssen das auch stabil halten. Das ist in Zeiten wie diesen schwierig. Aber ich sage, der Schutz vor Naturgefahren, das ist eine ganz wichtige Frage. Der muss vor anderen zweitwichtigen immer stehen. Im Bereich Ulmich, also zwischen Kappel und Ischgl, befindet sich noch ein weiterer Abschnitt, der mitunter für Straßensperren sorgt. Steixner kann aber auch hier Entwarnung geben. Also die nächsten Jahre werden die Dinge sicher gemacht. Durch die portionsweise Auslösung von Lawinen nach oder noch während Schneefällen können sogenannte Schadlawinen weitestgehend vermieden werden. Die Verantwortlichen in Land und Gemeinde zeigen sich vom neuen System überzeugt. Das setzt sich sehr wohl durch und ich kann jeder Gemeinde nur empfehlen, an dieser Sache zu arbeiten, wo es natürlich, sage ich, möglich ist und auch sinnvoll ist. Straßensperren zwischen Ischgl und Galtür zu vermeiden, ist auch aus touristischen Gründen wichtig. Die ist sehr, sehr wichtig. Erstens schon die Nahversorgung für die Nachbarweiler und die war heuer immer gewährleistet. Um die Sperrzeiten für die Durchführung einer künstlichen Lawinenauslösung möglichst gering zu halten, wurde beim Tennisplatz in Ischgl ein Lawinenradar errichtet. Dieses zeichnet Schneebewegungen im Anbruchgebiet der Lawinen auf. Besonders bei Nacht oder schlechter Sicht ist dieses Radarsystem ein zuverlässiges Kontrollinstrument, um nach erfolgter Sprengung zu überprüfen, ob ein Lawinenabgang stattgefunden hat. Das komplexe System ist derart ausgeklügelt, dass eine zuverlässige Datenauswertung möglich ist. Die Messdaten wären grundsätzlich kompliziert des Radars. Wir werten das aber um dann in so Kategorien, ist eine mittlere, kleine oder große Lawine abgegangen. Und was man auch ganz einfach verifizieren ist, wie weit ist sie gegangen. Somit ist die Auswertung eigentlich einfach. Die Zuverlässigkeit, muss ich sagen, das System ist sehr neu. Wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal hier installiert. Waren selber auch gespannt, aber die Resultate sind enorm. Also wir haben nachdem dass es einjustiert wurde, ab Beginn von 2012 sämtliche Lawinen erwischt und auch auswerten können.